Herzlich willkommen zurück zu Teil 2. Frage ist jetzt, kommen jetzt hier Banditen? Nee, da hinten sind wieder Ratten, ne? Oh, ist das das große Wrack? Ja, wir sind fast da. Ihr Versteck ist auf der anderen Seite des Boots. Ihr? Ja, Sophie, der Drachenkopf. Sie ist die Anführerin. Klingt unheimlich. Nicht so unheimlich wie diese Viecher. Das wird sich herausstellen. Na los, noch einmal aufraffen. Ich habe aber nur noch ein so ein Ding. Damit käme ich hoffentlich da durch. Oh, ich bin mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Lauf, 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 lauf! Oh, es war so klar. Es war so klar. Ja, was soll ich denn sonst machen? Jetzt habe ich... Doch, das habe ich jetzt wieder. Wir können jetzt schlecht nochmal so einen Pfeil da reinhauen, oder? Oder soll ich da Teer drüber machen? Ich weiß nicht, wie groß das dann... Zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm. Ach ja, eine Heilige? Okay. Ich würde die Sachen gerne nehmen. Hallo. Nein, wieso sind da Ratten? Hallo? Ach, das war... Och nein! Sagt mir doch einer, dass das diese blöden Dinger sind, die nach kürzester Zeit wieder weg sind. Oh. Das war jetzt aber gemein. Okay, aber da hinten können wir uns dann ein Stäbchen holen, theoretisch. Wobei das natürlich auch nicht fehlt. Dann muss ich den ganzen Abschnitt, muss ich dann... Oh je. Nee, das ist Thea. Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja, eine Heilige? Oh nein. So, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wagen soll, da hinten reinzugehen. Weil es doch sehr, sehr kurz ist, ne? Aber wir probieren es trotzdem mal. Oh, lauf! Mann! Lauf doch mal an dem vorbei, Mann! Dieser Idiot ständig im Weg stehen. Ja, genau. Geh wieder zurück zu den Ratten. Kein Thema. Kein Thema. Okay, wir müssen im Prinzip nur da rein. Okay. Können wir davon auch noch was machen? Das ist sehr gut. Das ist sehr schlecht. Ja, geh! Los! Komm direkt zum Feuer. Oh, das ist ein großes Boot. Hey! Irgendwelche Spuren gefunden? Shh. Sicher, dass hier bei den ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten! Soldaten! Sieh dich um! Das ist ein verdammter Irrgarten! Hör mal, wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen, verleiht uns der Graf den Orden. Ja, Soldaten, ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertrausten wir immer noch nicht was. Na los, ich schau zu. Ja, komm. Oh, dreh dich um, los.
Ist der Typ jetzt hier links? Steht da hinten. Die Frage ist, wenn ich jetzt die Fackel nehme... Ja, der kommt natürlich zurück, war ja klar. Aber... Der... ist sowieso einer von denen, die keinen Helm tragen. Noch ein bisschen. Das ist kein Wettbewerb. Nein, aber es könnte notwendig sein. Okay. Sag mal bitte nicht, dass von hinten wieder welche kommen. Frage ist, müssen wir jetzt da hoch oder müssen wir jetzt da... Die sind auf Schmugglerjagd, trotz der Ratten. Wie gesagt, der Graf hat vor, die Provence zu säubern. So ein Irrsinn. Kann ich nicht wegen dem... Ja, verstehe. Achso, das ist eine Fackelhalterung. Ab nach oben. Geht klar. Okay. Da ist ein Pfeil. Ich weiß aber nicht, ob da ein Gegner ist. Das ist das Problem. Und das nächste Problem ist, dass ich eigentlich schon lange, lange einen Cut machen wollte, weil ich eigentlich so langsam mal los muss. Aber wir sammeln hier noch fleißig alles ein, was wir können. Och, hat der mich jetzt erschreckt? Ich dachte, hier steht einer. So, das machen wir wieder. Haben wir wieder aufgeladen. Ich bin immer noch auf Feuer, okay. So, ich könnte theoretisch da runter. Dann komme ich aber, glaube ich, da aus, wo wir eben... Nee, nicht, wo wir eben waren. Die Frage ist, komme ich dann wieder hoch? Ja, ich muss das von der Seite machen, glaube ich, ne? Heißt Sophia der Drachenkopf, weil sie Feuer spuckt? Hallo? Och, jetzt hat der mich nicht da reingeworfen, oder? Dein Ernst? Ein großes Boot. Och nee, und jetzt muss ich wieder alles von vorne machen. Bleibt unten. Soldaten. Seh dich um, das ist ein verdammter Irrgarten. Hör mal, wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen, verleiht uns der Graf den Orden. Ja, Soldaten, ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht. Okay, doch mal zwei Schritte weiter. Sie sind überall, Hilfe! Ich lebe noch. Ah, verdammte Ratten! Ach, warum läuft der denn da in die Ecke rein? Ist der dumm oder was? Ey! So, Junge, bleib hinter mir. Geh mir aus dem Weg und bleib hinter mir. Bleib unten. Soldat. Jetzt rennt er schon wieder weg. Ja, Soldaten, ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht was. Na los, ich schau zu. Hübsch gemacht. Danke. Kriegst du besser hin? Wehe, der ist jetzt schon wieder zu weit draußen. Dann raste ich hier aus.
Oh, kommt, Leute. Ich habe nicht so viel Zeit. Komm einfach hier um die Ecke. Ja, geh doch mal 3 Schritte weiter nach geradeaus. So, weiter. Ich zeig dir gern mal, wie ich das mache. Das ist kein Wettbewerb. Nein, aber es könnte notwendig sein. So, also nochmal das Ganze. Einmal anzünden. Da oben ist irgendwas dahinter oder was? Hey, komm mit hoch. Schon dabei. Weiß auch nicht, ob da jetzt noch andere sind. Ich weiß auch jetzt nicht genau, in welche Richtung wir jetzt eigentlich gehen müssen. Und ich habe natürlich auch den Blick gerade auf die Uhr, weil das nämlich jetzt wieder sehr, sehr überzieht aktuell. So, und jetzt gehen wir mal aus dem Weg hier. Ich muss das aufmachen. Gut, das haben wir schon mal. Das haben wir noch alles aufgefüllt, ne? Das hatten wir, glaube ich, eben nicht so schön. Da konnten wir nämlich noch auffüllen. Die sind auf Schmugglerjagd, trotz der Ratten. Wie gesagt, der Graf hat vor, die Provence zu säubern. So ein Irrsinn. Ich gehe mal stark davon aus, ich muss da hoch. So, ich wollte gerade sagen, da. Oh, die Ratten irritieren mich jetzt hier gerade voll. Ich sehe jetzt überhaupt nicht, ob da ein Loch irgendwo kommt. Ah. Da oben ist einer. Ja, hat ja super geklappt. Ernsthaft. Ist der zu weit weg, oder? Ich habe genug Material. Na, komm mal ein bisschen nach vorne. Vielleicht kann ich dich dann besser treffen. Kann ihn dann nicht treffen. Das ist natürlich ein Mist. Das heißt, ich muss irgendwie von unten ran und den treffen. Was noch größerer Mist ist. Heißt Sophia der Drachenkopf, weil sie Feuer spuckt? Das ist eine Fischart, eine giftige Schlange. Man nennt sie auch Drachenköpfe. Sie kann bestimmt auch Feuer spucken. Okay. Ach, das ist wieder so ein Wagen, oder? Kommen die Ratten dahin, wenn ich dahin gehe? Ich bin mir nicht sicher. Da ist ein Pfeil dran. Ins Wasser kommen sie nicht. Den Pfeil kann ich natürlich wieder nicht nehmen. Schnell, hoch, klar. Oh. Jetzt haben wir hier kein Stückchen, kein gar nichts. Wir müssen auf jeden Fall da hinten ins Licht reinlaufen. Ich versuch's mal, ob wir das vielleicht mit dem... Aber dann hat das so einen Umkreis, ne? Ein Pfeil wäre wahrscheinlich besser. Und hat uns überhaupt gar nichts gebracht. Okay. Das ist schlecht. Weil ich habe nur noch eins von diesen Dingern. Und die lassen uns hier nicht durch. Und die hinten, die gehen einfach nicht dahin. Hm.
Teerbolzen. Das Problem ist, wenn ich einen Teerbolzen schieße, das ist direkt weg, oder? Das bringt mir natürlich alles nichts. Das ist das Problem. Ich weiß auch nicht, das ist nicht entflammbar, ne? Wir haben auch kein Stückchen oder sowas, was wir jetzt hier mitnehmen können. Das ist das große Problem. Wobei, ach, ich bin so ein Idiot. Wir hätten die Fackel doch gehabt. Nicht zu mir gehen. Ich bin so ein Idiot. So ein Idiot. Okay. Frage ist nur, kann ich damit überhaupt hochklettern? Ah. Das wäre jetzt scheiße, wenn nicht. Nein, kann ich natürlich nicht. Oh, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ich bin doch nicht ganz so ein Idiot. Aber es ist trotzdem scheiße. Ja, stimmt, deswegen haben wir das hier auch reingehangen. Frage ist, ja, durchs Wasser können wir wahrscheinlich nicht, oder? Hoch, schnell! Verstanden. Och, kommt, Leute. Kurz vor dem Abschluss. Also ich nehme an, dass es der Abschluss ist. Moment, da hinten ist was Gelbes. Ja, was halt richtig, richtig mies ist, dass wir jetzt nur eins von diesen Dingern haben. Wenn ich die hier auf den Boden werfe, dann kommen die oben nämlich an und fressen mich. Ach, jetzt auf einmal geht's doch. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Weil eben hat das nicht geklappt. Dein Ernst? So, okay. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir zur Fackel? Müssen wir das außenrum machen? Werden wir außenrum einfach mit der Fackel jetzt hier oben hin spaziert? Das wäre jetzt die nächste Frage. Die mich aber interessieren würde, ehrlich gesagt. Aber da geht's, glaube ich, nur ins Wasser rein. Das wäre gar nicht da, wo wir dann... Und jetzt haben wir nichts mehr. Oder kann ich das hier rechts hin machen? Kann ich das hier... Ich bin mir nicht sicher. Moment. Nein. Aber mit dem bitte. Ja, alle hinlaufen bitte. Vorsicht, es geht runter. Ja, ja, wir sind hier. Und wenn's hier in Brache ist? Ach, wird schon alles gut. Hier entlang. Oh. Ein diskreter Weg für diskrete Leute. Wasser. Das Versteck ist gleich da hinten. Nein! Also, ich guck jetzt mal, ob Nein. wir jetzt... Ich hab Angst vor den Wellen. Ach, es ist nur ein bisschen mehr Wasser. Siehst du? Sie hat recht. Aber Nico, es ist bitte. Tief. Ich bin müde. Denk einfach an deine Insel. Aber da sind Wellen. Wir sind fast da. Streitet euch später weiter. Du auch noch. Ich nehme dich an. Ich hab Angst. Ich tag dich und damit ist Schluss. Na schön. Gut. Na schön. Ah, na bitte. Ist dir das hoch genug? Siehst du, das Wasser berührt dich nicht mal. Ja. Tja, sicher nicht immer leicht, wenn man so klein ist wie du. Kommt auf den Tag an. Und? Hast du noch Angst? Oh, geht das aber schneller. Nein.
Jetzt weißt du, warum er mich den Wall nennt. Weil du wie eine Burg bist? Genau. An mir kommt nichts vorbei. Und dein Schild sieht auch wie ein Wall aus. Wie geht's dir da hinten? Alles gut. Jetzt, wo er sich beruhigt hat. Tja, danke, Anu. Ja, danke. Also dann auf zum Drachenkopf. Er geht durch. Hallo. Hallo? Soll sich nicht ducken? Ah. Ich weiß, du führst gern, aber ich werde vorgehen. Also dann, bitte sehr. Ich bin es, verdammt. Lass ihn durch. Anu. Selbst die aasfressenden Ratten mögen dich nicht. Ich hatte Hilfe. Tja, sieh an. Ich mag die neue Crew. Das sind Amicia und Hugo. Der Bruder hat Potenzial. Die Schwester muss noch gezähmt werden. Trau dich nur. Tja. Ich sehe, du hast sie bereits gezeichnet. Keine Sorge, Liebes. Es steht dir. Was willst du? Dein Boot. Wir müssen nach Lacuna. Bitte stell keine Fragen. Es ist vorbei, Anu. Die Armee des Grafen hängt uns im Nacken. Und tausende Ratten scheißen mir vor die Tür. Dieser Ort ist Geschichte. Die Crew wird aufgelöst. Dann komm mit uns. Du bist mir was schuldig. Ja, warum nicht? Der Ruf der See. Ich gönn mir eine Pause. Was soll's? Allerdings. Was? Wenn du sie auch nur noch einmal anfasst, töte ich dich. Gut. Übrigens, des Grafens Armee hat mein Boot trockengelegt. Oh, der Ruf der See, ja? Nie war er lauter. Ich muss mit meiner Crew reden. Geht ins Dorf, dort findet ihr mein Boot. Ich werde nachkommen. Ja, gehen wir. So. Du lässt einfach alles liegen und ziehst mal wieder los? Diesmal ist es wohl endgültig. Sicher. Bis du wieder da bist, werden wir uns besaufen. So wie immer. Ja, und in der Hoffnung, dass er jetzt nicht weiter spricht, würde ich sagen, machen wir hier endlich mal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.